IFD-Kongress mit neuen Richtlinien zu Fassade und Sicherheitsvorkehrungen. Symposium in Freudenberg präsentiert aktuelle Entwicklungen im Fachwerk. Holzbauforum 2018 in Berlin thematisiert Digitalisierung im Holzbau. Brandschutzschalter ist trotz Beschluss nicht verpflichtend. Neuer Vorsitz der Dachdecker-Gilde Nordrhein. Und damit herzlich willkommen bei Dach und Holz TV. Beim diesjährigen Kongress der Internationalen Föderation des Dachdeckerhandwerks, kurz IFD, wurden unter anderem neue Richtlinien und eine Planungsempfehlung mit Sicherheitsvorkehrungen vorgestellt. IFD-Präsident Walter Biesig begrüßte die rund 100 internationalen Delegierten zur Eröffnung des 65. IFD-Kongresses beim traditionellen Dinner in Österreichs Hauptstadt Wien. Das offizielle Programm startete mit Bernhard Broja, der als Vorsitzender der Arbeitsgruppe Fassade die Schlussfassung der Europäischen Richtlinie für Fassaden präsentierte. Über die IFD-Richtlinie für Sicherheitsausstattungen auf Dächern informierte Ingenieur Bernhard Linhardt als Mitglied der kleinen IFD-Arbeitsgruppe Sicherheit. Inhaltliche Schwerpunkte der Richtlinie werden Sicherheitsvorkehrungen jeder Art für die spätere Wartung und Instandhaltung sein. Weitere Vorträge befassten sich mit den Themen Regensicherheit, Schnee- und Schallschutz sowie Feuchteschäden. Mitte November fand in Freudenberg das diesjährige Symposium Fachwerk des Unternehmens Claytec statt. Der Lehmbaustoffhersteller stellte dort seine Produkte vor, gleichzeitig wurden Fachvorträge zum Thema Fachwerk gehalten. Professor Manfred Gerner referierte zum Auftakt über die konstruktive und gestalterische Entwicklung der Fachwerklandschaft in Deutschland und Europa. Im anschließenden Vortrag über Bautechnik und Bauphysik des Fachwerkbaus verwies Diplom-Ingenieur Frank Esmann auf die Unvereinbarkeit aktueller DIN-Normen und der praktischen Fachwerksanierung und stellte eine Lösungsmöglichkeit vor. Außendienstmitarbeiter Stefan Funkenberg präsentierte historische und neue Lehmbaustoffe für Fachwerkbau sowie Sanierung und führte deren Verarbeitung an einem praktischen Beispiel vor. Diplom-Ingenieur Ulrich Röhlen referierte zum Thema moderne Lehmbausysteme und Anwendungen in der Fachwerksanierung. Der Technik- und Vertriebsleiter präsentierte das Claytec-Sortiment im Überblick mit einer Auflistung der wichtigsten technischen Daten und ging dabei besonders auf die optimalen Eigenschaften des Dämmmaterials ein. Ergänzt wurde das Programm durch eine Stadtführung durch Freudenberg. Am 22. und 23. März veranstalten die DIN-Akademie und der Bruderverlag in Berlin die DIN-Tagung 17. Holzbauforum. Das Thema ist Digitalisierung im Holzbau, Building Information Modeling. Menschen, die sich beruflich mit dem Bauen befassen, erfahren die Digitalisierung seit geraumer Zeit unter dem Stichwort Building Information Modeling. Was das ist, was das speziell für den Holzbau bedeutet und welche Veränderungen in den nächsten Jahren kommen werden, das erfahren die Teilnehmenden dieser Veranstaltung. Wer sich vorab schon darüber informieren möchte, findet die BIM-Expertenrunde von Bauen mit Holz und Dach und Holz TV auf der eingeblendeten Website. Die Deutsche Kommission Elektrotechnik hatte Ende Oktober dafür gestimmt, dass die Fehlerlichtbogenschutzeinrichtung ab dem 18. Dezember verpflichtend ist. Felix Perklepper, Hauptgeschäftsführer des Zentralverbandes Deutsches Baugewerbe, kritisierte diese Abstimmung scharf. Es würden fundierte Nachweise fehlen, dass der Fehlerlichtbogen ein nennenswertes oder erhöhtes Brandrisiko darstelle. Deshalb würde es keine gesetzliche Auflage zum Einbau von Brandschutzschaltern und auch keine Nachrüstpflicht geben. Die Gilde des Dachdeckerverbands Nordrhein, kurz DDV, hat einen neuen Vorsitzenden. Felix Moll trat an die Stelle von Jens Schürger. Zu Stellvertretern von Moll wurden Julien Dauber und Pascal Wiesen gewählt. Der stellvertretende Vorsitz des DDV, Markus Gierke, dankte Jens Schürger für seinen tollen Job an der Spitze der Nachwuchsorganisation und wünschte dem neuen Vorstand viel Erfolg für die anstehende Arbeit. Auch wir wünschen Felix alles Gute für den Gildevorsitz und verabschieden uns damit für heute.